Anmerkungen eines Polizisten, der vor Ort erlebt hat, wie die Polizei einen merkwürdigen Rollenwechsel vollzog und plötzlich zum Angreifer wurde. Ahnte man etwa schon, dass kein parlamentarischer Untersuchungsausschuss diesen Ausschreitungen je nachgehen werde, weil eine Regierung Berlusconi dies nicht zulassen würde? Am zweiten Tag des Gipfels fallen zwei scharfe Schüsse. Der 25-jährige Carlo Giuliani liegt am Boden. Geschossen hat ein 20-jähriger Carabiniere. Er fühlte sich angegriffen und hatte Angst. Für einen kurzen Augenblick scheint auch die Polizei erschrocken. Die stellvertretende Polizeipräsidentin von Genua zeigt uns den Ort, wo während des Gipfels ein großer Teil der 20.000 Polizisten stationiert war. Hier haben sie vom Tod Carlo Giulianis erfahren. Hier, so heißt es, hat der Tod des jungen Demonstranten einen wahren Freudentaumel ausgelöst. Wir befinden uns hier an einem Ort, an dem alle Polizeikräfte konzentriert waren und wo es Probleme gegeben haben soll. Man sagt, dass man hier die Aktionen der Polizei beklatschte und faschistische Lieder sang. Das soll hier tatsächlich stattgefunden haben. Hier, aber auch an anderen Orten, sollen die Ordnungskräfte und einige Politiker mit Sekt auf das erste Kriegsopfer von Genua angestoßen haben. Vizepremier Fini hat bei der Folgore, das ist eine Spezialeinheit der Polizei, die seinen politischen Ideen sehr nahe steht, einen Toast ausgebracht. Es gibt zahlreiche Zeugen, die gesehen haben, wie einige Politiker auf den Tod des jungen Demonstranten nicht nur in den Kasernen der Polizei angestoßen haben. Der Journalist der Zeitung La Repubblica, Marco Preve, zitiert einen Polizisten und andere Zeugen, die interna preisgaben, aber aus Angst vor Repressalien nicht vor unserer Kamera aussagen wollten. Alle diese Zeugen, selbst einige Polizisten, bestätigen Aufmärsche innerhalb der Kommandozentrale, bei denen nach dem Tod des jungen Demonstranten Jubelhymnen und faschistische Lieder gesungen wurden. Es war ein echtes Siegesfest. Für diese Leute war das wie eine gewonnene Schlacht. Samstagabend. Der Gipfel ist zu Ende, die Demonstrationen vorbei. Die Stadt ist zerschlagen. In den Straßen hängt der Gestank verbrannter Autos und kalter Asche. Viele Demonstranten machen sich bereits auf den Heimweg. Sie ahnen nicht, dass Genuas blutigste Nacht noch bevorsteht. Hätten sie sowas geahnt, sagt ein leitender Polizist, der anonym bleiben möchte, wäre in Genua eine Revolte ausgebrochen. Denn zur gleichen Zeit riegeln über 100 Polizisten plötzlich eine Schule ab, in der viele Demonstranten während des Gipfels einen Schlafplatz gefunden hatten. Noch sind nicht alle abgefahren. Als die Aktion beginnt, ist es kurz vor Mitternacht. Viele der Demonstranten liegen bereits in Schlafsäcken und hören den Lärm des beginnenden Polizeiüberfalls nicht. Mehrere Spezialeinheiten der Polizei stürmen das Gebäude und prügeln auf die Schlafenden ein. Unter ihnen viele Deutsche. Auch eine 62-jährige Spanierin aus Bremen. Ich bin in diese Schule gegangen, die inzwischen berühmt ist, aber damals war für mich kein Begriff. Ich wusste nur, dass es war nicht besetzt. Also ich bin davon ausgegangen, es ist überlassen worden. Man darf da übernachten. Mir selber persönlich ist passiert, dass ich für die Junge Welt unterwegs war und recherchieren wollte in der Diaz-Schule. Und da war ich dann in der Nacht von Samstag auf den Sonntag und habe mich dort aufgehalten und bin dann quasi
ja, mehr oder weniger zufällig in diesen Überfall durch die Polizei reingeraten. Ich hatte einen Schlafsack und da habe ich so tief geschlafen, dass ich überhaupt nicht die Vorbereitungen von dem Überfall, also von der Attacke, das habe ich nicht mitgekriegt. Also ich habe keine Hubschrauber gehört, auch keinen. Bin erst aufgewacht, als es schon hieß, Polizei kommt. Außen hat man irgendwie nur Poltern, Schreie gehört, man hat irgendwie Taschenlampen gesehen. Ich bin dann mit Leuten zusammen in den ersten Stock gerannt und habe versucht, beim Baugerüst, was da aufgebaut war in der Schule, das Gebäude zu verlassen, weil das also Gefühl war, raus hier, weg hier. Das ging aber nicht und dann bin ich wieder zurück in das Haus hinein, in das Gebäude hinein, habe eine kleine Besenkammer gesehen und habe mich dann quasi in panischer Angst sozusagen in dieser Besenkammer versteckt. Die gingen rein und es war schon sehr, also ich wusste nicht, dass man Gewalt riechen kann. Also man kann das richtig formell riechen, wie die Atmosphäre ganz, ganz dicht wird. Und da sind sie reingekommen und ich dachte, ja, hier hast du kein Entrinnen. Das ist nämlich dann so abgelaufen, dass da die Leute quasi wirklich wohl zu Brei geschlagen wurden durch die Polizisten. Also alles, was da rumstand, wurde halt eben wirklich schlimmstens verprügelt. Persönlich habe ich das nicht gesehen, diese Schläge, aber ich war in dieser Besenkammer, habe halt direkt gehört, dass vor meiner Tür sozusagen Schreie waren, dass die Polizisten da geprügelt haben, dass dann irgendwann die Leute nur noch gestöhnt haben, dass die Polizisten dann geschrien haben, hands up, don't move, if you move, it can be very dangerous for you und so weiter. Und irgendwann war ein Polizist in meiner Nähe und dann habe ich geguckt und in dem Moment flog schon der Knüppel auf meinen Arm. Quasi also systematisch das Haus durchsucht, die Polizei. Da wurde ich dann gefunden und bin dann quasi in die Eingangshalle mitgeführt worden. Was sich da so mir irgendwie als Bild so geboten hat, das war halt einfach, dass da, ich weiß nicht, vielleicht 30 Leute waren oder 40 und davon war bestimmt die Hälfte also schwer verletzt. Also sie lagen auf dem Boden, waren gut überströmt, haben sich zum Teil kaum noch bewegt, haben gestöhnt und wurden dann so nach und nach durch Sanitäter abtransportiert. Zuerst dachte ich, ich hätte irgendwie weiter nichts und die anderen Leute, also ich habe schon ganz viel Blut gesehen um mich herum. Und dann dachte ich, ja, aber das ist deine Gelegenheit, auch hier rauszukommen. Und dann habe ich mich an den Arzt gewandt und er hat meinen Arm gesehen und hat mich mit der Ambulanz rausgelassen. Der Arm war gebrochen? Ja, aber im Verhältnis zu dem Blut, was ich da gesehen habe, nahm ich das erstmal nicht so wichtig. ...55 zum Teil schwer Verletzte werden über die Krankenhäuser der Stadt verteilt. Manche noch in ihren Schlafsäcken. Journalisten, Anwälte und Parlamentarier können erst gegen morgen die Schule betreten. Sie entdecken dies. Bilder, die man seit dem Sturz Frankos und dem Ende der griechischen Militärdiktatur in Europa nicht mehr gesehen hatte. Ich bin auch in ein faschistisches Land aufgewachsen. Ich kann das einordnen. Also ich war nicht geschockt, ich war nur, ich habe gedacht, aha, das ist es. Das, was du schon kennst, also von Erzählen oder von meiner Kindheit.